Öffne Kassen, Safes oder seltene Truhen. Also insgesamt müsst ihr drei Kassen, Safes oder seltene Truhen öffnen. Ich würde euch empfehlen, die Aufgabe hier bei Eclipse Estate zu erledigen. Landet hier auf der rechten Seite. Betretet dann das Gebäude hier durch diese Tür. Achtet hier, auf der linken Seite habt ihr direkt eine Überwachungskamera. Beeilt euch. Springt jetzt hier nach unten. Geht hier hinter dem Geschützturm entlang. Rutscht hier die Treppe runter. Achtet hier auf den Lichtschranken, dass ihr sie nicht berührt. Geht jetzt hier oben links vorbei. Wie ihr seht, seid ihr jetzt hinter dem nächsten Geschützturm. Jetzt seid ihr bereits in den Tresorraum und hier habt ihr vier seltene Truhen. Insgesamt müsst ihr drei Truhen öffnen, dann habt ihr die Aufgabe erledigt. Schließe im Verlauf eines Matches Jobs von einer Jobtafel ab, also insgesamt müsst ihr zwei Jobs abschließen von einer Jobtafel. Sucht euch euren Lieblingsauftrag aus, entweder Kopfgeld, Barren sammeln oder Orte erkunden. Sobald ihr den ersten Auftrag erledigt habt, geht zur nächsten Kopfgeldtafel und wiederholt das Ganze. Ich blende euch hier mal eine Karte ein mit den ganzen Kopfgeldtafeln. Kaufe Gegenstände bei einem Charakter oder einem Verkaufsautomaten. Also geht zu einem Charakter hin oder einem Verkaufsautomaten, kauft drei Gegenstände und schon habt ihr die Aufgabe erledigt. Ich blende euch hier noch eine Karte ein mit den ganzen Charakteren und auch mit den Verkaufsautomaten, die ihr auf der Karte finden könnt. Sobald ihr dann die drei Gegenstände gekauft habt, habt ihr den Auftrag auch schon erledigt. Hilft dabei, Kampfverräte einzusammeln oder Eroberungspunkte einzunehmen. Ich würde euch empfehlen, die Eroberungspunkte einzunehmen. Hier blende ich euch eine Karte ein mit den ganzen Eroberungspunkten. Sobald ihr dann drei Eroberungspunkte eingenommen habt, habt ihr die Aufgabe erledigt. Ansonsten, in der dritten Sturmphase seht ihr einen Lichtstrahl am Himmel. Öffnet dann die Karte, setzt euch die Markierung bei dem Kampfvorrat, geht dann dorthin, öffnet den Kampfvorrat, wiederholt das Ganze dreimal und dann habt ihr auch die Aufgabe erledigt. Gib in verschiedenen Matches Barren aus. Also insgesamt müsst ihr in 5 Matches Barren ausgeben, gebt zu einem Verkaufsautomaten hin, kauft dort was oder geht auch zu einem Charakter. Sobald ihr in 5 Matches etwas gekauft habt, habt ihr die Aufgabe erledigt. Füge Gegnern aus mindestens 15 Meter Entfernung Schaden zu. Insgesamt müsst ihr 750 Schaden verursachen. Setzt euch am besten die Markierung, damit ihr sicher seid, dass der Gegner 15 Meter mindestens entfernt ist. Für die Aufgabe könnt ihr an Gegnern Schaden verursachen, an Wachen und sogar an NPC-Bossen, also die Highcard-Bossen. Betritt das heilige Innere bei Eclipse Estate. Also ich würde euch empfehlen, hier bei Eclipse Estate auf der rechten Seite zu landen. Hier habt ihr seitlich eine Tür. Also betretet jetzt das Gebäude hier durch die Seitentür. Hier links habt ihr direkt eine Überwachungskamera. Ich zeige euch die kurz. Also hier oben habt ihr die Überwachungskamera. Sprintet jetzt geradeaus weiter. Hier springt ihr nach rechts unten. Jetzt geht ihr hier hinter dem Geschützturm entlang. Jetzt müsst ihr hier die Treppe runtergehen. Hier müsst ihr aufpassen, dass ihr die Lichtschranken nicht berührt. Springt jetzt hier hinter dem Geschützturm wieder runter. Betretet jetzt hier den Tresorraum. Jetzt müsst ihr hier nur noch den Gang entlang laufen. Und wie ihr seht, seid ihr jetzt im Heiligen Inneren bei Eclipse Estate und habt die Aufgabe erledigt.